Wir feiern 70 Jahre Musikfest IUN, 1951 in den Trümmern Nürnbergs gegründet und jetzt hoffentlich strahlend mitten im Festival. Und wir sind heute zu Gast in Nürnberg im Sitzungssaal im Rathaus. Und bei mir zu Gast ist Professor Dr. Julia Lehner, die zweite Bürgermeisterin der Stadt Nürnberg. Für uns aber am wichtigsten, ich darf so sagen, für den Geschäftsbereich Kultur zuständig. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier zu Gast sind. Willkommen. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Hallo. Wir wollen am Anfang einfach uns ein bisschen kennenlernen, auch die Julia Lehner, ihn und euch draußen vorstellen. Nicht so sehr über Politik reden, sondern erstmal über die Person. Und das mache ich mit ein paar Entweder-Oder-Fragen. Die kann man kurz beantworten, die kann man länger beantworten. Wir können uns dabei anlachen, mal gucken, was passiert. Ich fange einfach mal an, dann steigen wir ein. Okay. Wohin reisen Sie am liebsten? Eher in Richtung Meer, ans Meer oder in die Berge? Ja, eigentlich gerne ans Wasser. Ich schwimme gern und von daher ob Meer, ob See, also das würde ich, ja, wäre Priorität. Und wenn wir so dezent fragen dürfen, eher so die südlichen Gefilde im Meer oder so die raue Nord- oder Ostsee? Nein, ich habe es gern warm und ich habe es auch gerne einfach entspannt und von daher auf jeden Fall in den Süden lieber. Okay, es braucht noch ein bisschen, glaube ich, oder haben Sie das schon das Glück gehabt, dieses Jahr einmal das Meer zu sehen oder kommen ja, die Ferien noch? Ich hatte es, aber die Hoffnung steht eigentlich jetzt noch vor der Tür, dass man das vor allem ausführlicher und intensiver genießen kann. Hoffen wir bei niedrigen Inzidenzen auch im Sommer. Die nächste Frage hat mit dem Wohnen zu tun. Leben Sie lieber in der Stadt oder träumen Sie vielleicht auch vom Leben auf dem Land? Also ich habe meine Kindheit auf dem Land verbracht, von daher weiß ich um diese Freiheit, die man dort genießen kann. Ich bin aber eigentlich ein Stadtmensch, aber ich sortiere mich gerne und sage, ja, Stadt, das ist enge, das sind viele Menschen, das ist auch Beruf. Und ja, die Entspannung ist eigentlich mehr außen an den Stadtgrenzen. Das heißt, man sieht Sie wahrscheinlich auch oft, ich habe Sie schon oft gesehen in der Stadt, so beim Durchlaufen durch die Fußgängerzone. Sie sind jemand, glaube ich, die auf Kommunikation steht und auch den Leuten ein Stück weit nahe kommen will. Ist der Eindruck richtig? Keine Ich brauche das und habe da auch keine Berührungsängste und ich hoffe, ich strahle auch keine aus. Kann ich bisher genauso bestätigen, genau. Jetzt kommen wir zu dem, was natürlich Ihren Alltag ein Stück weit kennzeichnet, oft lange Sitzungen. Wir wissen, es gibt einen Ministerpräsidenten in Bayern, der unfassbar viele Mengen an Cola Light trinkt. Was bevorzugen Sie an solchen langen Sitzungstagen? Cola Light, Wasser, Kaffee, Tee? Ausschließlich Wasser in den Sitzungen, aber ja, morgens mal eine Tasse Kaffee und dazwischen nachmittags auch noch eine. Okay, also keine Cola Light-Fraktion, dann haben wir das auch geklärt. Jetzt muss man sich irgendwie auch ernähren an diesen langen Tagen. Ich merke das immer wieder in diesen langen Debatten, wenn man irgendwelche Gremiensitzungen hat. Wie ist das bei Ihnen? Obst oder lieber irgendwie Kekse, Süßigkeiten, mal so ganz ehrlich? Also ich versuche mich da natürlich gesund zu ernähren, aber vieles muss eben rasch gehen und da ist es dann oftmals die Butterbreze. Sehr gut, ja, die gibt es natürlich in Nürnberg, wo ich herkomme, in Berlin ist das dann eher Trockengebäck, aber das ist hier wahrscheinlich doch sehr attraktiv. Ganz unverfänglich, wir kommen ganz unverfänglich von den Getränken über die Kekse, die Brezen zu Farben. Rot oder grün? Blau. Rot ist die Farbe der Liebe, grün ist die Farbe der Hoffnung. Ich glaube, da komme ich nicht weiter. Ne? Wir bleiben beim Blau. Ja. Schauen wir mal, was die Wahl bringt im September. Zur Musik. Beatles oder Stones? Beatles. Nein. Ich habe mich jetzt so schnell festgelegt. Ja? Also ich glaube, zuerst Beatles, dann Stones, so wenn ich ehrlich bin. Okay, also ein bisschen sanfter begonnen und die Stones sind ja so ein bisschen rockiger. Das reicht mir noch nicht. Ich muss Ihnen noch näher kommen. Beatles oder Bach? Das ist tatsächlich sowohl als auch. Hauptsache für mich gute Musik. Und das haben ja beide zur Exzellenz geführt. Sind Sie jemand, der zu Hause sich irgendwie Musik dann auch noch auflegt? Irgendwie abends CD, Schallplatte, sonst wie mit einem Wein? Oder sagen Sie, oh nee, ich habe den ganzen Tag mit Musik und mit Kunst und Kultur zu tun, lass mich in Ruhe. Also ich bin niemand, der so einfach zu seiner Tätigkeit Musik hört. Ich will mich auf Musik konzentrieren. Also für mich ist das nicht das Hintergrundgeplätscher. Das ist so bei mir. Und natürlich am liebsten dann die Konzentration live in
Konzertsälen oder eben dort, wo sie stattfindet. Und ja, durchaus mal die CD, aber dann eben, wie gesagt, konzentriert und nicht nur so mal en passant. Dann habe ich noch eine Frage, weil es mich interessiert. Bach ist ja sozusagen so der Vertreter der alten Musik, der Barockmusik für uns als Musikfest UN, der Godfather sozusagen, um den nichts geht. Aber hier drumherum im Fränkischen ist ja auch Richard Wagner zu Hause. Wenn Sie sich entscheiden müssen, Johann Sebastian Bach oder Richard Wagner, wo schlägt Ihr Herz? Also ich bin auch ein stark visueller Mensch und von daher interessiert mich dann auch die Aufführung, das theatralische Moment dabei. Und nachdem man ja gerade Wagner immer sperrig und, sage ich mal, gegen die Struktur inszenieren kann oder vor allen Dingen zeitgemäß, von daher wäre ich mehr bei Wagner an der Stelle. Jetzt sind wir ja sehr aktuell gerade. Vor einigen Tagen gab es hier eine Personalie, die ich persönlich ganz toll finde. Und dann frage ich direkt, Richard Wagner oder Hajo Wagner? Also gut, die kann man ja nicht gegeneinander verhandeln, würde ich mal sagen. Aber erzählen Sie uns, was Sie mit dem Hajo Wagner vorhaben. Das interessiert, glaube ich, unsere Freundinnen und Freunde im Netz sehr, was hier in Nürnberg eigentlich passiert. Ja, also man muss wissen, wir waren bei der Kulturhauptstadtbewerbung nicht siegreich, aber wir waren erfolgreich. Und das, was in den letzten Jahren an Kommunikation, an Partizipation, an Kommunikation eben vor allem mit der freien Szene, die ja sehr heterogen ist und auch oft einmal für uns in der Stadtverwaltung sehr unübersichtlich passiert ist, das verdanken wir auch natürlich dem Kopf des Bewerbungsbüros Hajo Wagner. Er kam von außen, auch das war uns wichtig, er hat vor allem den kritischen Blick mitgebracht und hat vieles, sage ich mal, an Strukturen neu definiert. Er hat uns, sage ich mal, durch starke kritische Momente auch vieles mitgegeben, wo wir denken, das muss auf jeden Fall weiter im Blick behalten werden und diese Kommunikationsstränge wollen wir eben nicht verlieren. Und er ist insbesondere auch der, der für ein großes Schlüsselthema mit tätig war, nämlich die Kongresshalle umzunutzen, hier kulturelle Ermöglichungsräume zu schaffen. All das zusammen hat Vertrauen in seine Arbeit gesetzt, hat Vertrauen geschaffen zu seiner Person. Und deshalb freue ich mich, dass der Stadtrat der Stadt Nürnberg mit meinem Vorschlag übereinstimmte, dass er weiter im Stab bei mir im Geschäftsbereich Kultur bleiben wird. Ich mache auch mal den Daumen hoch. Ich fand es ganz toll, als ich letzte Woche mit dem ICE von Berlin nach Nürnberg gefahren bin, um das Festival jetzt vorzubereiten. Da kam diese Personalie gerade durch und ich dachte, oh, super, denn ich kann mich noch daran erinnern, vor einem Jahr, da haben wir ja auch schon in pandemischen Zeiten das Musikfest IUN gespielt, 2020 gänzlich ohne Zuhörerinnen und Zuhörer in den Kirchen, nur im Stream, aber das war die einzige Möglichkeit. Da saßen wir zusammen, wir beide in der Ägidienkirche, inmitten einer Krise, die uns, finde ich, auch im Gespräch anzumerken war. Ich habe Sie so gesehen und Sie haben gesagt, oh, man versucht gerade irgendwo zu helfen, aber dann geht das nächste Loch auf, die nächste Frage kommt. Man war so ein bisschen wund und Sie haben auch weitsichtig vom Beginn eines pandemischen Zeitalters damals gesprochen und von der großen Sorge, ob Kunst und Kultur auch überlebensfähig sein wird. Wie ist das ein Jahr später? Können Sie schon so ein bisschen mehr wieder strahlen und Optimismus verbreiten? Wie geht es Ihnen nach anderthalb Jahren Pandemie? Ja, hinter uns allen liegt eine mehr als anstrengende Zeit in ganz unterschiedlichen Bezügen natürlich. Vor einem Jahr, da waren wir auch noch völlig unsicher, wie wir Hilfsprogramme aufgleisen können, wie wir den Kontakt insbesondere zur Künstlerschaft, aber auch natürlich von der Künstlerschaft zum Publikum herstellen können. Hier haben wir viele Erfahrungen gemacht, die wir sicherlich auch perspektivisch mitnehmen. Also die digitale Ebene, das digitale Erleben ist ja auch eine völlig neue Erkenntnis. Davon wird vieles, vieles weitergetragen werden. Natürlich sind wir im Moment hoffnungsfroh, optimistisch. Es gehen die Vorhänge wieder auf, die Türen öffnen sich in den Kulturinstitutionen. Ich komme vor Terminen überhaupt nicht nach, immer auch wieder eben bei dem Live-Erlebnis dabei sein zu können. Aber natürlich ist die Sorge vorhanden, was ist tatsächlich am Ende dann doch beschädigt? Was an Strukturen ist in einem solch, sage ich einmal, ja, unzumutbaren Zustand, dass eben die Existenz bedroht ist für viele Kollektive, für viele Einrichtungen. Also sage ich mal so, man ist optimistisch und
da wollen wir auch dabei bleiben und alles dazu beitragen, aber natürlich die Bremsspuren werden wir spüren. Keine ich komme Frage. Nun von Berlin aus nach Nürnberg, suche mir hier eine neue Heimat diesen Sommer und stelle fest, noch mit dem vielleicht kritischen und auch wohlwollenden Außenblick auf diese Stadt, dass ich ehrlich unfassbar überrascht bin, wie reichhaltig und wie vielfältig die kulturelle Szene hier ist. Gerade die musikalische, die Festivals, New Jazz, Nürnberg Pop, Nürnberg Digital, die IUN. Eine Reichhaltigkeit, die ich in anderen deutschen Städten, ich durfte schon in Frankfurt, Stuttgart, Hannover, in anderen Städten schon Festivals machen, so nicht gespürt habe. Stelle aber auch fest, das ist Ihr Geschäftsbereich, das sind dann oftmals auch die knappen Kassen der Stadt. Klar, der Freistaat hilft mit. Ich weiß nicht, wie das mit Bundesprogrammen ist. Was ist Ihre Vision? Was ist Ihr Traum? Müssen wir nicht noch gucken? Auch noch unkonventionellere Art der gemeinsamen Finanzierung. Ich denke manchmal, das schafft doch so eine Stadt gar nicht allein. Und Nürnberg, für alle, die zugucken, ist ja nun nicht die Stadt wie Hamburg oder so, wo es sprudelt aus großen Firmen und riesengroßen Steuermitteln. Braucht es nicht noch andere Allianzen, auch überregionale, um diese Reichhaltigkeit, um diese Potenziale auch aus der Kulturhauptstadtbewerbung heraus zu bündeln, zu aktivieren und noch mehr hinzukriegen, noch mehr zu ermöglichen? Wovon träumen Sie? Also meine Träume jetzt zu beschreiben, ich glaube, würde ich das Format sprengen. Aber es geht tatsächlich auch um das Bemühen, wie Sie sagen, neue Förderstrukturen zu denken und aufzugleisen. Also auf der einen Seite die immer knapper werdenden finanziellen Situationen. Auf der anderen Seite natürlich, wir wissen auch nicht, wie weit die Wirtschaft noch fähig ist, uns unter die Arme zu greifen. Also wir hatten Gott sei Dank für unsere großformatigen Angebote immer sehr verlässliche Sponsoren. Auch hier hören wir schon das Rufen im Walde, dass das eine oder andere wegbrechen könnte. Mhm. Ich will das jetzt mal nicht beschreien. Und auf der anderen Seite natürlich immer wieder auch, und das ist eine Tatsache, was wir hier für die Menschen tun, was wir hier vor Ort tun, das tun wir natürlich für die Gesellschaft insgesamt und auch für die Künstlerschaft, die hier lebt, aber auch diejenigen, die wir hierher einladen können. Also deshalb gilt es darum, immer wieder auch Land, Bund noch viel stärker im Blick zu haben und in die Verpflichtung zu nehmen. Ja, und in der Tat immer wieder versuchen, eben an Töpfe, die sich auftun, heranzukommen. Aber auch das ist Arbeit. Dafür muss ich gestehen, braucht man in der Verwaltung Personal. Mhm. Wir freuen uns darüber, dass wir eben aus den Bundesmitteln jetzt für die Pandemie doch das ein oder andere abgreifen konnten. Mhm. Aber wie gesagt, das ist auch ein ständiges sich damit auseinandersetzen. Also das ist ein ewiger Weg. Ein ewiger Weg, ein ewiger Kampf. Wir werden ihn gemeinsam bestreiten. Da bin ich ganz hoffnungsvoll mit vielen Aktiven aus der Stadt. Zum Schluss aber noch mal eine Frage zu Ihnen selbst zurück. Unser Festivalmotto dieses Jahr heißt Heimkehren. Wir verbinden damit auch so sowas wie Geborgenheit, zurückkommen jetzt wieder in die Kirchen, wo es einem ein Stück weit gut geht, wo man reflektieren kann, einfach zur Ruhe kommen. Was ist für Sie ganz persönlich ein Ort des Friedens, zu dem Sie gern heimkehren, der Ihnen Geborgenheit gibt? Meine Familie. Wie schön. Das ist ein ganz schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, Frau Professor Dr. Julia Lehner, dass Sie heute Zeit gefunden haben in diesem ehrwürdigen Saal. Und ich wünsche Ihnen einen guten Sommer und eine gute Zeit. Danke. Danke. Vielen Dank. Und diese Wünsche gebe ich natürlich von Herzen zurück an Sie alle. Dankeschön. Danke.